Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin Physiotherapeut hier in Berlin-Mitte und ich möchte heute auch mal meine Meinung abgeben, und zwar zu dem Statement, das ich aufgestellt habe: Liebe junge Generation, ihr seid nicht demokratie- und kompromissfähig. Ich weiß, das ist eine harte These, aber ich beobachte heutzutage, ihr geht alle auf die Straße, wenn es wirklich brennt. Aber jeder will seine Thesen wirklich erbarmungslos durchdrücken, ohne Kompromisse eingehen zu wollen. Das gilt für viele Großthemen, die ich hier so in den letzten Wochen und Monaten mitverfolgt habe. Siehe der Bahnhof in Stuttgart. Die einen wollen, dass er gebaut wird, die anderen wollen es partout nicht. Zum Kompromiss kann es da nicht wirklich kommen. Und bei den Banken, naja, jetzt geht ihr wenigstens mal auf die Straße, aber eine Alternative, einen anderen Vorschlag, präsentiert ihr uns ja auch nicht. Und wenn ein Vorschlag von anderer Seite kommt, dann wird er nicht angenommen. Von daher meine These: Ihr seid, liebe junge Generation, nicht wirklich demokratiefähig. Und über genau das können wir ja hier gerne noch ein bisschen streiten. Ich weiß, es klingt hart, aber sagt mir, wie ihr euch seht.